Der Familienvater Stefan Scherer stürzt sich volltrunken in ein sexuelles Abenteuer. Ein fataler Fehler. Aber ich zeig dich trotzdem an wegen Vergewaltigung. Diese Verletzung, die fügt man sich doch nicht selber zu, oder? Sowohl die Karriere als auch die Ehe meines Mandanten hängen nun am seidenen Faden. Ich fahre mit Leonie zu meinen Eltern. Auf der Suche nach der Wahrheit treffe ich mich selbst als angeblicher Familienvater mit der gefährlichen Sexbetrügerin. Sollen wir nicht direkt aufs Zimmer gehen und uns dann besser persönlich kennenlernen? Du redest ja nicht gerade lang um den heißen Brei rum. Mein Name ist Christian Vorländer. Und ich werde herausfinden, warum die geheimnisvolle Unbekannte das Leben von Stefan Scherer zerstören will. Um seinem langweiligen Eheleben zu entfliehen, lässt sich Familienvater Stefan Scherer auf ein erotisches Abenteuer ein. Die kurze, aber heiße Affäre soll schwerwiegende Folgen für ihn haben. Du gehst ja ganz schön ran. Das hat dir doch gefallen, oder nicht? Klar, das war der Hammer. Siehst du, mir hat's auch gefallen. Aber ich zeig dich trotzdem an wegen Vergewaltigung. Du, mit sowas macht man besser keine Späße. Mach ich auch nicht. Das ist mein voller Ernst. Ich zeig dich an. Wie bitte? Du hast mich schon richtig verstanden. Aber du kannst es auch verhindern. Gib mir 10.000 Euro und ich verzichte auf die Anzeige. Du willst mich erpressen. Ach, nenn es, wie du es willst. Ist mir scheißegal. Ich will morgen mein Geld haben. Mal, du tickst doch nicht ganz richtig. Wie willst du überhaupt beweisen, dass ich dich hier angeblich vergewaltigt habe? Muss ich dich daran erinnern, dass wir gerade Sex hatten, ohne Kondom? Ich gehe gleich ganz einfach zum Arzt. Und dann habe ich Beweis genug. Außerdem, diese Verletzung, die fügt man sich doch nicht selber zu, oder? Stefan Scherer ist ebenso geschockt wie überfordert. Er hat seinen Anwalt Christian Vorländer zu Hilfe gerufen. Findet der kompetente Jurist Mittel und Wege, Stefan Scherer aus dem selbst eingebrockten Schlamassel zu ziehen? Kommen Sie rein. Ja, vielen Dank. Möchten Sie irgendwas trinken? Nein, danke. Ich darf da meine Tasche kurz abstellen und Sie erzählen mir jetzt noch mal in aller Ruhe von Anfang an, was passiert ist. Also, ich bin gestern Abend früher nach Hause gekommen. Ich bin Physiotherapeut und ich hatte meinen letzten Termin schon am Nachmittag. Mhm. Ja, und ich hatte Langeweile, weil meine Frau ist mit unserer Tochter zu den Schwiegereltern gefahren. Und da sind Sie dann auf dumme Gedanken gekommen? Ja, ich habe mir halt eine Flasche Wein aufgemacht. Und ich habe wohl zu viel getrunken. Ich habe mich dann irgendwann auf so einer Internet-Dating-Seite rumgetrieben. Und da haben Sie dann dieses Handy kennengelernt? Ja. Wir haben uns dann sofort verabredet und auch direkt getroffen. Und da kam dann eben eins zum anderen. Wir hatten halt Sex. Ja, und danach war dann sofort klar, dass ich eben einer Betrügerin auf den Leim gegangen bin. Ich schäme mich so. Ich bin verheiratet. Ich habe eine super süße Tochter. Wenn dieses Handy ernst macht, dann zerbricht meine ganze Familie. Ich bin so ein Vollidiot. Da kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht ernsthaft widersprechen. Ihren Taten folgen halt auch Konsequenzen. Das hätte Ihnen klar sein sollen, bevor Sie da im Internet auf Frauenaufriss gehen. Aber das, was dieses Handy da macht, das ist jedenfalls Erpressung. Wir können das zur Anzeige bringen. Anzeigen? Nee, Anzeigen geht auf gar keinen Fall. Wir können die Polizei nicht einschalten. Ich will auf keinen Fall, dass meine Frau das mitkriegt. Außerdem, da steht ja nicht nur meine Familie auf dem Spiel. Ich habe eine eigene Praxis für Physiotherapie. Wenn da auch nur der kleinste Verdacht aufkeimt, dass ich ein Vergewaltiger bin, dann kann ich dicht machen. Wer will sich von mir denn da noch anfassen lassen? Das könnte in der Tat Ihre berufliche Karriere zerstören. Ja, ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht einfach mal so 10.000 Euro aus dem Ärmel schütteln. Mann, wie kann man diese Sandy denn zur Ruhe bringen? Jedenfalls kein Geld zahlen. Wir sollten uns mit dieser Sandy in Verbindung setzen. Aber Mann, ich weiß doch noch nicht mal, wo die wohnt. Geschweige denn weiß ich ihren Nachnamen. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal in dieses Internetportal gehen, wo sie diese Sandy gefunden haben, okay?
sie das? Nee, aber die sieht ja verdammt ähnlich. Die da, die ist es. Sicher? Ja, das ist die Schlange. Das ist die, ganz sicher. Aber hier nennt sie sich Ella. Offenbar wechselt sie regelmäßig ihre Namen. Aber das macht ja Sinn bei ihren kriminellen Aktivitäten. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich werde Kontakt zu dieser Ella aufnehmen. Mal sehen, wie schnell ich sie dazu bringe, sich mit mir zu treffen. Papi, bist du da? Ja, hier unten im Arbeitszimmer. Das ist meine Frau. Die wollte eigentlich erst heute Abend kommen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt schon da ist. Hey! Hallo. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Wie war's bei Onkel Opi? Schön. Ich habe ein neues Spiel geschenkt bekommen. Soll ich es dir gleich zeigen? Ja, gerne. Aber später, okay? Später. Hey, Suse. Ja. Warum bist du nicht in der Praxis? Der Steuerberater ist da. Guten Tag, Frau Scherer. Hallo. Die Steuer? Ja, geht um Abschreibung. Ich muss dann eh los. Ich melde mich, wenn ich alles durchgearbeitet habe, ja? Na, tschüss, mach's gut. Ganz ehrlich, es geht mir gegen den Strich, dass Stefan Scherer seine Frau dermaßen anlügt. Aber er ist mein Mandant und hat mich um Hilfe gebeten. Und jetzt werde ich mein Bestes geben, um ihn aus dieser kniffligen Situation zu retten. Aber menschlich gesehen würde ich seiner Ehefrau, ehrlich gesagt, am liebsten reinen Wein einschenken. Denn Fremdgehen, noch dazu ohne Kondom, ist nicht gerade verantwortungsvoll. Dankeschön. Ich habe heute Vormittag Kontakt zu Ella, bzw. Sandy, wie sie sich bei meinem Mandanten genannt hat, aufgenommen. Ich habe mich natürlich dem Beuteschema dieser Betrügerin angepasst und mich als Geschäftsmann und Familienvater ausgegeben, in dessen Ehe alles eingeschlafen ist. Ich brauche mal wieder ganz dringend Leben in meiner Bude, habe ich ihr geschrieben. Und sie ist sofort darauf angesprungen. Sie war ganz heiß darauf, dass wir noch heute den Tag miteinander nutzen. Achtung, da kommt sie. Christian? Ja, und du bist? Die Ella. Sag bloß, du weißt das nicht mehr. Natürlich weiß ich das. Aber ich würde ganz gerne wissen, wie du wirklich heißt. Ella, das ist doch nur dein Spitzname aus dem Internet. Jetzt, wo wir uns persönlich kennenlernen. Hallo erstmal, Christian. Sollen wir nicht direkt aufs Zimmer gehen und uns dann besser persönlich kennenlernen? Du redest ja nicht gerade lang um den heißen Brei rum. Na wieso? Wir zwei, so ganz allein. Ist doch viel schöner, oder nicht? Ich denke nicht. Wieso nicht? Was ist denn plötzlich mit dir los? Das, was ich will, das können wir auch hier unten regeln. Mein Name ist Christian Vohländer, ich bin Anwalt. Stefan Scherer hat mich beauftragt. Der Name sagt Ihnen doch was, oder? Das, was Sie da versuchen, ist Erpressung. Und wenn Sie meinen Mandanten nicht in Ruhe lassen, dann werden wir Sie anzeigen. Und das wird mein Mandant auch tun, unter dem Risiko, dass seine Frau davon erfährt. Moment, wir beide sind noch nicht fertig. Ob wir das sind? Lassen Sie Ihre dreckigen Finger von mir, Sie Vergewaltiger! Lassen Sie sofort die Dame in Ruhe, sonst hol ich die Polizei. Das ist keine Dame, glauben Sie mir. Wie auch immer, ich will hier keinen Stress. Zahlen Sie Ihre Rechnung und dann gehen Sie. Wie viel? Immer mit der Ruhe, Freundchen. Stefan Scherer kommt nichtsahnend in der Mittagspause nach Hause. Das, was er dort vorfindet, lässt sein Blut in den Adern gefrieren. Hallo. Hallo. Was ist hier los? Frau Schmidt hat dir zum Dank für deine tolle Arbeit eine Flasche Wein mitgebracht. Ich habe gesagt, dass du gleich da sein wirst. Ja, ich habe ihrer Frau gerade erzählt, was für magische Hände sie haben. Ich fühle mich wie neu geboren. Tja, das wäre... Danke, aber das wäre nicht nötig gewesen. Ach. Du Schatz, kannst du mir auch eine Tasse Kaffee holen? Ich bin total erledigt. Ich natürlich. Danke. Sag mal, bist du total verrückt geworden, oder was? Ich? Du hast mir gar keine andere Wahl gelassen. Du musstest ja deinen Schießhund von Anwalt mir auf den Hals setzen. Was soll ich denn daraus machen?
Einfach zahlen, was denn sonst? Und eins schwöre ich dir, wenn du nicht willst, dass deine Frau erfährt, wo überall deine Hände gesteckt haben, dann holst du das nach. Und deinen Rechtsverdreher, den pfeifst du zurück, und zwar Dalli. Dank dir. Ach, ich hab total die Zeit vergessen. Ich muss auch schon wieder los, die Zwillinge abholen. Zwillinge? Ja. Das ist aber schön. Ja, aber auch doppelte Arbeit, ne? Danke nochmal. Also, Sie werden mich so schnell nicht mehr los. Wiedersehen, Frau Scherer. Wiedersehen. Danke für den Kaffee. Ja. Ne? Ich bringe Sie noch zur Tür. Okay. Tschüss. Wiedersehen. Mann, ich kann nicht mal eben so 10.000 Euro auftreiben. Das wirst du schon irgendwie schaffen. Und zwar bis morgen Abend. Und wo du das Geld hinbringen sollst, das sage ich dir noch. Mann, wie soll ich denn das machen? Lass dir was einfallen, verdammt. Ansonsten werde ich mich noch mal mit deiner Frau auf dem Plausch treffen. Herr Vorländer? Ja, Sandy war gerade hier. Die hat sich mit meiner Frau getroffen. Und die hat gedroht, das Ganze auflegen zu lassen. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Ich soll der folgen. Aber meine Frau. Okay, Sie rufen mich gleich an. Gut, dann bis gleich. Scherer? Ah ja, da haben Sie Glück. Ja, der ist gerade heimgekommen. Einen Moment bitte. Für dich, Herr Walter. Oh, danke. Hallo, Herr Walter? Ja. Ja, Mensch, das tut mir leid. Dann bleiben Sie direkt liegen. Ich habe gerade Mittagspause und ich komme dann vorbei und renke Sie wieder ein. Gut, bis gleich. Das ist ein Patient von mir. Ja, ich fahre hin und renke ihn wieder ein. Der kann kaum aufstehen. In der Mittagspause jetzt? Du bist echt zu gut. Tschüss. Mit dem Trick von Rechtsanwalt Vorländer kann Stefan Scherer seiner Erpresserin heimlich folgen. Er muss ihre Adresse herausfinden. Wie geht es Ihnen? Ich könnte schon, aber wissen Sie, ich will mich nicht beschweren. Aber sagen Sie mal, was haben Sie denn da wieder für tolle Schuhe an? Ich würde mich gar nicht trauen, sowas zu tragen. Außerdem, ich kann mir das gar nicht leisten. Aber Sie haben ja Glück. Sie haben ja einen großzügigen Ehemann. Ach, so großzügig ist er gar nicht. Die habe ich mir vom Haushaltsgeld abgespart. Aber das sollte er lieber nicht wissen. Ne? Ich meine, Sie kennen doch die Männer. Na ja, klar, bleibt unter uns. Super. Kann wirklich auf Sie zählen, Frau Bayer. Okay. Wir Schönen sehen Tag uns. Noch. Tschüss. MM von heute, alles klar. Möchten Sie auch einen kleinen Espresso? Danke, nein. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Ihre Frau? Die ist auf einem Kindergeburtstag, das heißt, wir können reden. Gut. Ich habe nämlich ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei, ihr ins Gesicht lügen zu müssen und den Steuerberater zu spielen. Ja, das tut mir leid. Mir ist auf Anhieb nichts Besseres eingefallen. Am besten ist immer die Wahrheit, aber gut, lassen wir das. Wenigstens wissen wir jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Von Holt heißt unsere Freundin. Ja, so heißt die Schlange. Wenn ich mir vorstelle, dass sie hier nochmal auftaucht, vielleicht ist es wirklich einfach besser, wenn ich zahle. Sie wollen sich tatsächlich erpressen lassen? Dann hat der Horror wenigstens ein Ende. Sagt wer? Ihnen ist schon klar, dass diese Frau immer weitermachen wird, wenn sie einmal angefangen hat. Bei diesen 10.000 Euro wird es höchstwahrscheinlich nicht bleiben. Ich kann Ihnen da nur dringend abraten. Es muss doch noch irgendeine andere Möglichkeit geben. Also, vielleicht gibt es ja doch einen Weg, die Frau von Holt noch zur Vernunft zu bringen. Also, ich würde noch mal in die Offensive gehen. Aber wie denn? Ich könnte ein Schreiben aufsetzen und ihr zukommen lassen. Wir wissen ja jetzt, wo sie wohnt.
Und darin würde ich ihr klar machen, dass sie keine Sekunde zögern werden, sie wegen der bisher nur versuchten Erpressung anzuzeigen. Das Einschreiten von Rechtsanwalt Christian Vorländer gerät leider in die falschen Hände. In die des Ehemanns von Marisa von Holt. Friseur? Gut, warum? Hat gar keinen Unterschied seit morgen. Muss das jetzt sein? Und das? Muss das sein? Was soll der Scheiß überhaupt? Ja, was ist das denn? Ja, das frage ich doch dich. Zuerst sagst du, irgendein Typ hat dich vergewaltigt und dann erpresst du ihn auch noch? Ich sage nicht nur, dass mich irgendjemand vergewaltigt hat, er hat mich wirklich vergewaltigt. Aber mir hättest du es doch sagen können. Ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen. Und was ist das für eine Nummer mit der Erpressung? Ich wollte doch einfach nur Schmerzensgeld für das, was er mir angetan hat. Wer ist der Vergewaltiger? Wo ist das passiert und wann? Es war vor 3 Tagen. Ich habe mir irgendwie das Knie verdreht und dann bin ich zum Physiotherapeuten. Und wer war's? Das Schwein musst du anzeigen. Ja. Ich mach das auch. Versprochen. Hat er von mir abgelassen und ist zum Klo gegangen. Ich habe die Situation genutzt, meine Sachen zusammengerafft und bin abgehauen. Ist es korrekt? Ja. Hier bitte unterschreiben. Ich habe mich so geschämt. Ich fühlte mich so dreckig. Ich wollte eigentlich sofort nach Hause unter die Dusche, aber ich wusste ja wegen den Beweisen, konnte ich das ja. Frau von Holt, Sie haben alles richtig gemacht. Ohne Beweise würde dieser Mann wahrscheinlich einfach so weitermachen. Haben Sie Ihr Attest dabei? Ja, habe ich. Hier. Dankeschön. Und ich habe auch Fotos gemacht. Also danach. Er war so brutal. Frau von Holt, dieser Mann wird zur Rechenschaft gezogen. Steht vor der Tür, die wollen zu dir. Was? Ja, los! Guten Tag. Guten Tag, Hauptkommissar Daniel Gruner. Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wieso denn das? Sie wurden angezeigt wegen Vergewaltigung. Was? Ich glaube, Sie haben mich richtig verstanden. Die Frau lügt. Das war keine Vergewaltigung, das war einvernehmlicher Sex. Susanne, hör zu, ich muss dir das erklären. Nein. Susanne, bitte, hör zu, ich erkläre dir das. Nein.
Sie müssen jetzt bitte mitkommen. Sie sehen doch, dass ich das gerade mit meiner Frau klären muss. Das dürfen Sie später klären. Meinen Anwalt darf ich aber schon noch anrufen. Dürfen Sie, auf dem Weg. Herr Vollender, Scherer hier. Ja,